Indien, Land der kulturellen und religiösen Vielfalt. Wir sind in Uttar Pradesh, einem der ärmsten Bundesstaaten des Landes. Tagelöhner schneiden Zuckerrohr für ein paar Rupien am Tag. Auch Senf wird mit der Hand geerntet. Vom wirtschaftlichen Aufstieg Indiens ist auf dem Land nichts zu spüren. Im Bezirk Rampur gibt es keine öffentlichen Busse. Muskelkraft sorgt für den Transport der Schulkinder. Schwester Namrata und ihre Mitschwestern besuchen heute verschiedene Dörfer mit dem Pferdetaxi. Die Clarissen-Franziskanerinnen arbeiten hier mit Mädchen und Frauen. Zuerst geht es zu einer Gruppe von Mädchen. Sie haben sich im Innenhof eines privaten Hauses versammelt, um schneidern zu lernen. Die Mädchen haben mit dem Kurs erst vor ein paar Tagen begonnen. Jeden Vormittag kommen sie zusammen. Die ersten Schnitte üben sie mit Zeitungspapier. Nach 6 Monaten sollen sie Saris, Blusen, Hosen und Hemden anfertigen können. Bist du schon verheiratet? Ja, seit 2 Jahren. Hast du schon ein Kind? Nein, noch keines. Andere Mädchen haben schon Kinder. Mädchen sind hier Analphabeten. Sie gehen nicht zur Schule. Und wenn sie doch zur Schule gehen, dann nur bis zur 4. Klasse. Direkt danach werden sie verheiratet und in jungen Jahren Mütter. Um den Mädchen wenigstens eine Grundbildung zu ermöglichen, haben die Schwestern Alphabetisierungskurse gestartet. Hindi und Englisch lernen die Mädchen hier. Anfangs war es für die Ordensfrauen schwierig, die Väter zu überzeugen, ihre Töchter zu den Kursen zu schicken. Die Dorfbewohner sind überwiegend Muslime und misstrauten den katholischen Schwestern. Heute sind die Kurse heiß begehrt. Das ABC habe ich gelernt. Und Zahlen von 1 bis 100. Multiplizieren und addieren üben wir auch. Was wirst du tun, wenn du einen guten Mann zum Heiraten findest? Wir arbeiten seit 2 Jahren hier und wollen diese Region entwickeln. Die nächsten 3 Jahre wird Missio uns dabei unterstützen, mit dem besonderen Fokus auf die Förderung von Mädchen und Frauen. Das beinhaltet die informelle Bildung, aber auch Hilfe gegen soziale Ungerechtigkeiten wie Menschenhandel und Vergewaltigung, Kinderarbeit und auch Gesundheit. Schwester Namrata ist auf dem Weg zu einer Versammlung von Frauen. Weitgehend abgeschirmt beraten die Selbsthilfegruppen über ihre alltäglichen Sorgen. Alle Frauen hier sind Dalits. Früher nannte man sie auch Unberührbare. Die Frauengruppen bestehen aus muslimischen und auch Hindu-Frauen. Sie berichten Schwester Namrata, dass viele der Frauen in großer Armut leben. Sie besitzen nichts, haben keine Lebensmittelmarken, obwohl sie eigentlich einen Anspruch auf Unterstützung hätten. Das Treffen ist beendet. Auf der Straße verschleiern sich die muslimischen Teilnehmerinnen. Anfangs war es sehr schwierig. Sie kamen nie auf uns zu. Sie wollten nicht mit uns sprechen. Sie stimmten uns nie zu. Aber als wir die Dörfer regelmäßig besuchten, lernten sie uns besser kennen. Wir konnten uns zu ihnen setzen, mit ihnen diskutieren.
Jetzt sind alle sehr kooperativ. Wir sollen uns zu ihnen setzen, sie wollen uns zuhören. Sie unterstützen uns. Am nächsten Morgen. Savitri und ihre Nachbarin reinigen die Latrinen und entsorgen menschliche Exkremente. 60 Familien suchen sie täglich auf. Respekt dürfen sie von ihnen nicht erwarten. Wenn wir zu ihren Häusern gehen, dann erlauben sie nie, dass wir uns auf einen Stuhl oder ein Bett setzen. Wir müssen uns auf den Boden setzen, nach unten. Die Wasserpumpe dürfen wir nicht anfassen, weil wir dreckig sind. Wenn wir um Wasser bitten, gießen sie es uns in die Handflächen. Savitri ist Katholikin, wie fast alle Latrinenreinigerinnen. Die rund 25 katholischen Familien sind vor mehr als 20 Jahren vom Hinduismus zum Katholizismus konvertiert. Regelmäßig besucht auch Savitri den Gottesdienst. Pfarrer Peter Anthony weiß, dass sich die Frauen für ihre niedere Arbeit schämen. Doch er und die Schwestern machen ihnen immer wieder deutlich, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Und so hoffen sie auf eine Zukunft, in der es ihre Kinder einmal besser haben werden. Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn viele von ihnen gehen zur Schule der Franziskanerinnen. Doch nicht nur die Katholiken leben unter schwierigen Bedingungen. Schwester Namrata macht sich ein Bild von der Situation. Sie besucht Familie Ali. Wie viele Muslime lebt sie in sehr ärmlichen Verhältnissen. Vater Bajat Ali hat 4 Töchter. Eine von ihnen, Roxanne, hatte er schon mit 15 verheiratet. Doch die Ehe hielt nicht. Jetzt lebt sie wieder bei ihrer Familie, zusammen mit ihrer kleinen Tochter. Für ihren Vater eine Katastrophe. Auch ohne die beiden kann er die Familie kaum ernähren. Schwester Namrata nimmt sie mit zu einem Treffen der Frauengruppe. Hier kann sich Roxanne einer Selbsthilfegruppe anschließen. In dieser Gemeinschaft wird sie die Unterstützung erfahren, die ihre Familie nicht leisten kann. Zum Abschluss macht Schwester Namrata den Frauen mit einem Lied Mut. Frauen müssen sich zusammenschließen. Ob reich oder arm, wenn du eine Frau bist, sind wir eins. Musik.